Neue und brisante Entwicklungen in der Causa Ibiza. Wie uns heute von der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt wurde, nämlich von der ermittelnden Staatsanwältin Frau Magister Nina Busseck, ist es heute zu mehreren Hausdurchsuchungen in dieser Causa gekommen, und zwar in Wien wie auch in einem Bundesland. Da es sich bei dieser brisanten Causa um einen Verschlussakt handelt, ist noch nicht bekannt bzw. konnte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen, um wie viele Hausdurchsuchungen es sich handelt bzw. welche Personengruppe hiervon betroffen ist. Die Tageszeitung Österreich als auch OE24 haben hier massiv recherchiert und so kann nun davon ausgegangen werden, dass es sich um 3 Hausdurchsuchungen handelt und wie die Rechercheplattform EU-Infothek bestätigt hat, dürfte es sich um den Personenkreis handeln, der hier den Erstellern des berühmt-berüchtigten Ibiza-Videos zuzurechnen ist. Wir haben auch in der Vergangenheit in dieser Causa ausführlich berichtet und die handelnden Akteuren in dieser Causa, darunter zählt beispielsweise der bekannte Anwalt M., der ja auch in der Wiener Innenstadt eine fixe Society-Größe war, die Krone-Moderatorin W. oder eben auch der Detektiv H., der ja eine ganz zentrale Figur bei der Erstellung des Ibiza-Videos war. Das heißt, die Causa, die nimmt im Moment gehörig an Fahrt auf. Die Justiz, die dürfte im Moment Nägel mit Köpfen machen und der Vorhang des gesellschaftlichen Parketts, auf dem sich auch die betroffenen Personen gerne bewegt haben, der dürfte nun endgültig fallen.